So geil, ich hab ihn direkt geweckt. Er war so, ja, was ist hier los, Mann? Geht ja gut los, Mann. Willkommen zu Nudeln Comedy. Ich bin Daniel Luis. Ich werde euch durch die Show lotsen. Seid ihr ein Pärchen? Nee. Direkt Volltreffer, erste Reihe, Alter. Ihr seid kein Pärchen, ihr seid zusammen da? Frau und Mann? Ich muss das erörtern. Also, was ist da los? Erste Date oder was? Aha. Zweite Date? Friendzone, forever for life? Er war so. Er schließt immer das gleiche Spielchen. Ja, krass, wie lange bist du in Friendzone? Halbes Jahr. Halbes Jahr, ja. Wie lange bist du? Ey, mal Applaus für ihn, erst ehrlich, Alter. Sowas gibt's selten. So viele Leute kämpfen umsonst, wollen es nicht zugeben. Er hat zugegeben. Halbes Jahr. Woher kennt ihr euch, ihr beide? Das wollt ihr nicht ausführen? Erzähl mal, was ist los? Arbeiten, sagt sie. Sie will ihm helfen, arbeiten. Was arbeitet ihr? Sie macht, wie nennt man das? Sie macht diese konjugierte Form Arbeiten einfach so. Siehst du, ein Grammatikpolizist hat es verstanden. Arbeiten, was arbeiten ihr denn? So Musik und so. Du siehst wie ein Kanaka, du bist aber blondester Deutscher. Den ich was für Musik macht ihr? Popmusik? Der dauert ein bisschen, wa? Sie hat verstanden, Alter. Die beiden machen Popmusik. Okay. Er guckt immer noch so Pop, Alter. Pop, was war das? Baby, was meint der? Pop, Mann. Also seid ihr erfolgreich damit auch? Siehst du doch. Wow, Alter. Oh. Kennt ihr die Leute, die an falscher Stelle Kommentar geben, Alter? Digga, manche warten hier 2,5 Stunden und geben perfekten Kommentar ab, aber er so einfach, siehst du doch! Und das Beste ist, danach er hat geguckt, ob jemand lacht. So, Alter. Ah, lacht keiner. Ah. Nee, aber, also ist schon ein Single raus? Nee, kommt jetzt. Kommt jetzt, okay. Also arbeitslos. Also sag doch einmal, arbeitslos. Wie heißt die Single? Cry Happy? Wow. Einmal, wow. Oh, 1, 2, 3. Scheiße, Hälfte hat wow, andere Hälfte hat auch gemacht. Mein Spielchen hat nicht ganz geklappt, aber wahrscheinlich ist der Song ist ja halb wow, halb oh, cry und happy. Also. Sehr gut, und worum geht's da? Denkt ihr das jetzt nicht aus? Nein, toxische Beziehungen. Toxische Beziehung? Da kann er nichts. Basiert auf seinem Leben, also auf unserer Beziehung, deshalb Friendzone. Wie krass ist das denn? Und spielst du auch ein Instrument oder singst du nur? Du singst sehr, sehr schlecht. Auch das. Ne? Auch das, ne? Also du singst und was machst du? Ich guck dabei zu. So einer bist du, Alter. Kein Wunder, dass du in der Friendzone bist, du Perversleger, Alter. Du alter Stalker. Du hast doch die alte Schule besucht, Mann, Alter. Hey, guck dir dabei zu. Wow, tanz, Baby. Zieh dich aus, ja. Yeah. D-Dur, oh, D-Dur. D-Dur. Ich kenn mich aus. D-Dur, C-Dur. Okay, aber die wird quasi released, dein erstes Single, dein erstes Dropout. Ja, bist du aufgeregt? Wann ist Release? Das wissen wir noch nicht genau, aber ich bin aufgeregt. Wisst du überhaupt irgendwas? Also es ist... Oder hast du einfach dieses Chat-GTP ausprobiert und der hat dir einen Song gemacht? Song gemacht. Wie ist dein Künstlername, wenn ich fragen darf? Muriel. Wie? Muriel. Wer kennt Muriel? Mal Applaus. Nicht mal er hat applaudiert, also. Das ist krass, also. Ich hab nur zugeguckt. Durchs Fenster höre ich nicht, wie sie heißt. Da kann ich nicht hören, wie sie heißt. Sehr gut, hallo, wie geht's? Alles gut? Alles gut. Er hat sich verlaufen, 100%. Also, gehört er zu dir? Nein! Alles okay? Weißt du, was dir heute abgeht? Schneeballprinzip, du musst 5.000 Euro investieren, also. Also spielt mit, Mann, wir teilen die 5.000 Euro, Alter. Sehr gut. Applaus für dieses komische Pärchen, Mann, Alter. Das ist, geht nicht in meinen Kopf rein, was da los ist. Wie heißt du, mein Freund? Wie bitte? Wie du heißt? English, please, sagt er. Mr. English, please. Okay, du weißt, ich hab doch gesagt, er ist aus Versehen hier, Mann. Ich hab doch so gesehen.
lecker bist. Du wirst richtig Spaß haben. Du wirst richtig Spaß haben. Sehr gut. Kannst du Englisch? Bisschen. Ihr seid perfektes Paar. Bist du Single? Ja. Ja? Are you Single? Ja. Ja? Do you want to change this? You're in the right show, my friend, Alter. Weil ich bin bekannt dafür, Pärchen zusammenzubringen auf meiner Show, aber auch Pärchen auseinanderzubringen. So, haltet euren Partner gut. Ah, ne, ihr seid den. Haltet euren Partner gut fest. Where are you from? Ich rede extra so wie so Deutscher, der Mallorca überhaupt. Where are you from? Egypt. Egypt? Ja. Egypt? Where are you from? Berlin. Berlin. You have the same accent in English. Yes. Really good. Wow. You're alone here? Ja. Ja. Lernst du Deutsch gerade? Also, you learning German now? Ja, ich lerne. Welche Level? Eins. Eins. Okay, you will have a lot of fun today, but not... Sie ist vergeben, mein Freund. Sie ist vergeben, er zeigt auf sie. Nee, you will have a lot of fun, but not with her and not with the show, but afterwards with her. That'll be a nice show. Er weiß schon, warum er hier ist. Wie geil bist du denn? What was your name? Rida. Rida? So wie Rizza Chicken? Nope. Ich merke schon, nur er hat Spaß. Ich habe euch alle verloren, Alter. Sehr gut, wir gehen alle danach zu Rizza Chicken, Alter. Sehr gut. Wie heißt du? Lina, sehr schöner Name. Wie heißt du? Priyanka. Sehr schöner Name, Lina. Wo kennt ihr beide euch? Auch wieder Geheimnis? Mann, ich muss wieder meine intellektuelle Pose sein. Wo kennt ihr euch? Bumble Friends? Guck mal, alle glauben nicht, Alter. Das ist ja geil. Du bist raus, mein Freund, Alter. Das ist vorbei. Nicht, dass er denkt, geh raus. Nein. Alle Ausländer sind willkommen. War der zu hart, Jette? Jette ist unser Barometer, ob irgendwas zu hart ist. Ihr kennt das schon, Bumble Friends, heute erste Mal gesehen? Nein, schon länger? Also ihr habt Freunde geswiped. Ich hab das schon gehört. Sowas kann man machen. Wer hat schon mal Freunde geswiped? Mal Applaus. Kennst du die beiden? Dreh dich mal um. Bettina? Auch bei Bumble Friends, Mann, Alter. Freunde kann man schon sagen. Was machst du in Berlin, Lina? Ich mache Ausbildung. Als? Ergotherapeutin. Ergotherapeut, das ist irgendwas mit Massage und so? Auch. Auch? Aber auch. Guck mal, er hat direkt Jacke ausgezogen. Ja. Das war also hier ein bisschen im Nacken. Heute war es sehr windig. Guck mal. Ich liebe diese Ausbildung. Okay, Ergotherapeut, aber was musst du genau machen? Kann man nicht konkret sagen, also wie BWL eigentlich. Ja, genau, wie BWL. Wirklich wie BWL. Du kannst danach alles machen, auch Pflastersteine verlegen, so alles. Du hast alles. Ja, bestimmt. Sehr gut. Und was machst du? Ich bin hier für ein Praktikum hergekommen und jetzt gerade. Sag laut. Sie ist für ein Praktikum hergekommen und jetzt gerade. Nein, mach dir keine Sorgen, bei meinen Shows immer 99% arbeitslos. Stimmt's? Was arbeitest du? Ich arbeite als Architekt. Siehst du, er hat sogar Arbeit, Alter. War Architekt, Alter, wie krass bist du denn? Er ist Edelsingle, Mann. Guck mal, wie Lina jetzt guckt. Oh. Ja, ich will diesen Kurs auch besuchen. Ja, Lina, so schnell geht's von Ergotherapie. Ich würde ihn massieren an deiner Stelle, Alter. Ja, gib dir ein bisschen Mühe, Mann. Geil, Mann, Architekt, wow. Ägypten, aber du bist da geboren in Ägypten? Ja, ich wurde. Hast du da studiert? Hast du studiert in Ägypten? Ja, okay. Und musstest du die Pyramiden so auch malen und so? Ja, Christoph auf Art? Oh, Hammer, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Applaus für diese zwei Bumble-Freundinnen. Noch Singles. Sehr gut. Wen haben wir noch? Mann, ich liebe diesen 20er-Jahre-Look. Wo kommt ihr her, Mann? Berlin, wirklich? Ja. Ihr seid so glücklich, Mann. Wie lange seid ihr zusammen? Habt ihr noch Sex oder hattet gerade? Oder nein, weder noch. Weder noch? Ja. Nach der Show erst? Auch nicht. Geschwister? Nein. Er sagt auch nicht. Nein. Auch nicht. Sie weiß mehr als wir alle. Sie will jetzt auch zum Architekten oder was? Nee, was seid ihr Geschwister? Nein. Nein, wir sind Freunde. Auch so wie die? Ja. Gibst du auch zu? Ha? Ha? Gibst du auch zu? Bist du auch in der Friendzone? Nein, ich bin einfach ein Friend. 90% geben nicht zu. Ich bin einfach nur ein Friend, ohne Sohn, Alter. Das ist ja geil. Woher kennt ihr euch? Bumble für Freunde? Uni. Uni? Vom Impro-Theater. Achso, Impro-Theater, ja, genau. Ja.
Uni. Impro-Theater. Ja, Impro-Theater, ja. Er war wie er vorher so. In der Uni habe ich dich schon mal gesehen und da habe ich gesehen, du hast diesen Impro-Theater-Kurs sich angemeldet und dann war ich zufällig auch da. Tada! Geil, Mann. Impro-Theater, das wäre eigentlich was auch für Comedy, ne? Ja. Macht ihr auch so lustige Sachen? Ja. Komm, willst du? Du hast gesagt, du möchtest. Du hast gesagt, du möchtest? Komm. Also, die Situation ist folgende, ja? Ich bin eine Frau, die im Impro-Theater-Kurs ist und du bist gerade in der Friendzone und du willst rauskommen aus der Friendzone. Ich komme jetzt rein, okay? Hallo, Klasse. Ist das der Impro-Kurs? Kommt drauf an, wonach suchst du denn? Ich suche nach einer Ergotherapie. Da kenne ich jemanden. Kommt der aus Ägypten? Nein, aber Ihr Freund. Ihr Freund kommt aus Ägypten? Ich habe den Faden verloren. Wer ist denn dein Freund? Guck mal her, er macht Skull mit Cola, Mann. Haupt, du Perversling. Okay, kann ich machen. Dankeschön, setz dich wieder ein. Geil, Mann, geiler Typ, Mann. Das ist das Abstand, mit Abstand schlechteste Impro, was ich in meinem Leben gesehen habe, aber auch von mir. Also ich war auch, also darauf war ich nicht vorbereitet. Das ist dumm eigentlich, weil ich eigentlich nur Impro mache und du machst auch Impro. Also das war irgendwie zu viel Impro, oder? Sehr gut. Wie lange macht ihr schon Impro-Theater? Seit diesem Semester, also ich. Seit diesem Semester ich? Ach so, und er war nur Zuschauer, oder? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr? Wie, du kannst also nicht mehr? Also ich muss andere Sachen machen, außer Impro. Ich muss andere Sachen machen, die wichtiger sind als Impro-Theater. Er hatte Schnupperkurs. Er war ein Arm da. 5 Euro gratis. Geil, Mann, sehr gut. Aber gibt's schon, machst du auch Theateraufführungen und sowas? Nee, gar nicht. Ist einfach nur Hobby? Und er hat aufgegeben einfach. Ja. Ja, okay, sehr geil. Ihr seid noch weirder als dieses Paar. Applaus für euch beide, Mann. Weird im Sinne von positiv. Gut, lustig, interessant. Nein. Macht's nicht schlimmer. Macht's nicht schlimmer. Sehr gut, wie viel Zeit habe ich noch? Sehr gut. Habe ich schon gefragt, wo sind die Single Ladies? Mach mal was ganz Einfaches. 1, 2, 3. Die nur Impro-Theater hat verstanden, die Aufgabe. Okay, du bist von heute Bachelorette. Wo sind die Single-Männer? Macht mal was ganz Weißes. Au, au, au. 1, 2, 3. Da musst du dich erstmal raus improvisieren aus dieser Situation. Das wäre geil. Wir stecken die 50 Männer gerade, die au gemacht haben und sie hier nach vorne und dann müssen die um sie mit der Rose kämpfen, Alter. Sehr gut. Wer denkt denn, dass er am längsten Single ist? Schreit mal rein. Traut sich keiner. Wer ist der, haben wir auch Pärchen? Wie lange seid ihr zusammen? Längste Pärchen? Schreibt mal rein. Zwei was? Jahre. Kann jemand toppen? 2 Jahre zum ersten, zum zweiten? 3,5, 10! Wer kann 10 Jahre tappen? Toppen. 10? 20? 13? Man, immer, guck mal, die Pärchen, die länger zusammen sind, sitzen immer weiter hinten. So, 13, am Ende der Beziehung, scheiß drauf, Mann, wir gehen nach hinten, ich hab keinen Bock angesprochen. Wie geil ist das denn, Mann? Wer kommt denn aus Berlin? Mal Applaus. Okay, krass, fast alle, Mann. Und die nicht aus Berlin kommen, aus welchem Dorf oder Stadt kommt ihr, schreibt mal einfach rein. 1, 2, 3. Richmond, hab ich gehört. Was hast du gesagt? München-Gladbach. München-Gladbach und Freiburg. Freiburg ist am Weizen. Du kommst aus München-Gladbach. Wo kommt ihr denn hier? Ihr macht euch lustig über die München-Gladbacher? Boah, das ist ja München-Gladbach-Shaming, Alter. Wo kommt ihr her? Ich komme aus Freiburg. Ach, Freiburg, deshalb. Hat noch jemand Freiburg reingeschrieben? Nur er hat reingeschrieben, Freiburg? Ist München-Gladbach in der Nähe? Hast ihr München-Gladbach? Nee. Warum hast du die ausgelacht? Sie hat die ausgelacht? Ach so, Berliner, das ist ganz normal Berliner Schnauze. Ah! Ausländer klauen unsere Wohnung, ja. Also Ausländer Schwaben, er guckt mich so an, was. Nein. Ich mach Spaß. Sehr gut. Freiburg, was machst du in Freiburg? Ich? Ich überlege, wer noch was in Freiburg machen könnte. Also. Ich wohne da schon lange nicht mehr. Ich wohne hier in Berlin auch schon. Ah, okay. Und was machst du in Berlin? Ich arbeite für ein Startup natürlich, arbeitslos. Ich liebe diese ehrlichen Menschen, Alter. Einfach Startup, arbeitslos. Wie heißt das Startup? Darfst du Werbung machen? Er will sowieso kündigen, ich sag's einfach. Wie heißt es? Neubau? Neuraum. Neuraum, wer kennt Neuraum? Mal Applaus. Was machen die Neuraum?
Was machen die in Neuron? Warum bist du so euphorisch? Da hat jemand geklatscht. Das war Mitleid, Mann. Ja, ja, ja. Keiner Klatsch, Empathie. Neuron, was musst du da machen? Vermitteln Häuser zu Hausbauinteressenten. Zu Hausbauinteressenten? Ich sag doch, du bist Schwabe, Alter. Irgendwas aus der Region. Sehr gut. Und läuft nicht so gut? Doch. Doch, ja, läuft gut in Berlin. Hast du was zu vermieten? Wer sucht eine Wohnung? Mal Applaus. Ich weiß nicht, ob du improvisiert hast, aber es war krass. Ja! Wie geil ist das? Kannst du eine Wohnung vermitteln? Nee, nur Häuser. Er ist wieder raus. Ja. Er sucht nach einer WG mit 10 Leuten. Also. Ja. Kleines Zimmer. Geil, Mann, ihr seid ein Bombenpublikum, Alter. Nico, kannst du einmal Licht ausmachen? Dankeschön, sehr gut. Geil, Ritter ist immer noch da, Mann, Alter. Geiler Typ. Ich habe ihn auf dem Gang gesehen, 2 Mädels haben ihm angeboten, was zu trinken zu kaufen, Mann. Wow. Hast du angenommen? Die Mädels sagten, er braucht Papier, aber er hat deutschen Pass, Mann. Er versteht ja, er sagt, was? Er hat Tee getrunken, er ist der Einzige, der bei Comedy Show Tee trinkt. Bombe. Sehr gut, sind wir alle wieder da? Waren hier welche andere Leute? Oh, ich habe ich auch gesehen. Der meinte, wir haben uns jetzt verbündet gegen mich, wa? Nein. Nein! Ich meinte, wir haben auf Toilette füreinander gehalten. Ihr habt auf Toilette füreinander gehalten? Ja. Was habt ihr gehalten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die beiden Friendzones haben sich zusammengetan. Wechseln das Ufer, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Achso, kannst du nochmal ein Licht anmachen? Ich sehe die ja gar nicht richtig. Wow, alle noch da. Wow, sehr gut. Ey, was mich immer interessiert, ich suche so immer coole Berufe. Hat jemand einen coolen Beruf oder ein cooles Hobby? Verratet mal euren Nachbarn, weil meistens trauen die sich selber nicht. Los geht's. Richter? Ja. Also er sagt zu ihr, Richter, sie verdreht die Augen und sagt, hä? Ich mach doch Impro-Theater, hast du schon wieder vergessen? Ja. Dick, hattest du einen Blackout, Alter? Ja. Er sagt, ja, was für ein klasses Blackout war das denn, Mann? Also, nein, man kann also übers Leben nachdenken. So. Man also, kann übers Leben nachdenken? Ja, doch. Bro, Alter, unter Cringe, unter im Duden unter Cringe sein Gesicht hat. Richter, man kann über das Leben nachdenken, Bro. Ich habe noch nie so zusammenhangsloses Ding. Und du machst Impro-Theater, Alter? Bro, Alter, das ist cringe, Bro, Alter. Ich traue mich gar nicht dahin zu kriegen. Ich kriege Gänsehaut, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Achso, Hobbys, Job, echte Jobs, echte Hobbys, außer Richter. Komm, schalt mal rein, traut euch. Okay, ich weiß, 90% arbeitslos, aber 10 haben. Was? Tanzen? Wo kommt Tanzen her? Ich habe eine Männerstimme gehört. Bombe! Du machst Tanz? Was tanzt du? Hip-Hop? Hip-Hop, so in Rap-Videos und so? So professionell bin ich leider nicht. So professionell nicht? So nur Two-Step? Ja, genau. Ja, wirklich? Ah, krass. Da gehst du wöchentlich hin, oder was? Bitte? Da gehst du wöchentlich hin? Ja, geht gerade so. Geht gerade so? Warst du schon mal da? Also warst du einmal da? Warst du Probetraining? Ich war einmal da und bin eingewachsen. Du wirklich nur einmal da? Das war gerade schon einmal da. Ich mache Hip-Hop-Dance. Ich bin Hip-Hop-Tänzer. Ja, erster Kurs war halt Clap, Alter. Wie wird das? Sneef. Sneef heißt das? Das heißt Sneef? Es lief gut. Ach, es lief gut. Bro, du hast schlimmeren Akzent als ich. Wo kommst du her? Hessen. Ah, okay. Ja, Hessen, das erklärt einiges. Wen hast du mitgebracht, Mr. Hessen? Meine Freundin? Und alle anderen, die ganze Reihe. Die komplette Reihe? Ihr habt eine Reihe gebucht? Ja. Seid ihr alle aus Hessen? Nein. Das war euch wichtig irgendwie. Also, aber woher kennt ihr euch? Sag nicht vom Hip-Hop, bitte. Wir kennen uns aus der Grundschule eigentlich schon fast. Schon fast. Ich habe nach 2. Klasse abgebrochen und ich weiß nicht, ob das zählt. Also 2 Jahre war noch mit ihm, aber danach nicht mehr. Wirklicher Kontakt? Dicker, du redest wie er halt auf einmal, Mann. Ist das ansteckend, Alter? Gib mal eine Maske her, Mann. Alter. Ja, schwierig gesagt, selbe Grundschule, selbe weiterführende Schule. Dann wir mochten uns nicht. Ja. Wir mochten uns nicht. Guck mal, oh, das ist ihm wichtig, das jetzt zu betonen nochmal. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Er sagt, nein, Mann, früher mochten wir uns nicht, aber jetzt hassen wir uns. Jetzt hassen wir uns. Sag, und wen habt ihr damit gemacht? So viel Mädels, Alter, das ist ja ein bisschen Ungleichgewicht verteilt hier. Ich hab damit nichts zu tun. Du hast damit nichts zu tun? Ach so, du hast einen Freund, oder? Ja, das ist ja noch das andere. Ich hab mit denen allen nichts. Ihr bringt 2 Männer, 5 Frauen. Ich hab die alle tatsächlich, also bis auf die
Streit. Streit. Hat jemand Popcorn noch? Gib mir mal Popcorn, Alter. Ihr kennt euch, oder? Ihr kennt euch doch wirklich. Warte mal, wer ist denn aus Berlin aus der Reihe? Einfach mal Arm hoch. Du, sind die alle bei, schlafen die alle bei dir? Nee, Gott sei Dank nicht. Digga, einer roastet den anderen. Was seid ihr für ein krasser Freundeskreis, Alter? Digga, ist ein Wunder der Natur, dass die alle nebeneinander sitzen und noch lebt, Alter. Jeden, den ich nah rannehme, roastet den neben sich. Komm, jetzt darfst du, jetzt darfst du. Nazi! Sie kommt aus Österreich! Hätte ja perfekt gepasst, war das. Wahnsinn, wie geil seid ihr denn? Was machst du denn für Österreich? Ich für Österreich. Ich für Österreich? Boah. Digga, muss ich. Du verstehst mein Deutsch nicht? Selber! Wie krass ist sie denn? Was für ich für Österreich? Hallo, was machst du? Kann jemand übersetzen? Kann jemand von euch Österreichisch? Wer kann hier Österreichisch? Also Deutsch, mal Applaus. Kein hat traut sich auf einmal. Ja, dein Dialekt ist krass, du kommst irgendwo aus dem Nord, Süden, Richtung Saarland wahrscheinlich, ist in der Nähe. Salzburg. Salzburg, jetzt kommt die Dekadenz raus. Was machst du in Salzburg mit Österreich? Also jetzt studiere ich hier. Ja, was studierst du? Italienisch. Schön, ich gebe auf, Alter. Du machst mich fertig, Mann, Alter. Von dir hätte ich das am wenigsten erwartet, Alter. Was er hier, Alter, Cluedo-Spiel, Mann, Alter. Du verstehst mein Deutsch nicht, kommst aus Österreich nach Berlin, um Italienisch zu studieren, Mann, Alter. Ich meine, Italien ist auch nicht so weit. Warum bist du nicht nach Italien gegangen? Waren wir schon. Haben wir schon probiert. Habt ihr schon probiert? Ging nicht, wa? Die Männer haben euch alle angemacht, wa? Die Italiener, ne? Ja! Wirklich? Wie lange wart ihr da? Vier Monate. Vier Monate? Aber habt ihr da schon Italienisch gelernt? Bisschen, ja. Ich dachte, sie sagt jetzt sie. Aber nein, nicht mal das, nicht mal das. Was heißt denn, ich liebe dich auf Italienisch? Ti amo. Ich? Reingelegt, da! Ah, sehr gut. Mal gerne mal Applaus für diese, ich weiß nicht, was das ist. Also Mr. Österreich hat hineingeholt auf jeden Fall. Ey, ich muss nochmal Props an jemanden geben, das tut mir richtig leid, richtig Props. In der letzten Reihe sitzt jemand, der ist extra aus Lübeck für mich heute für die Show hergefahren. Nochmal Applaus für, wie heißt du, mein Freund? Mustafa. Applaus für Mustafas Gemüsekebab, ab, bitte. Geiler Typ. Mit Auto, Zug, wie bist du hergekommen? Lauf. Flixbus. Flixbus, ja Mann, du hast geschafft, Mustafa, sehr gut. Schade, du bist zu weit hin, ich würde gerne mit dir reden, aber... Mit dem will ich auch gar keinen Fall mehr reden. Sehr gut. Wen haben wir noch, Alter? Wen haben wir noch? Euch hatten wir schon. Wer bist du mit dem Hut, Alter? Du siehst aus wie so ein Regisseur, so irgendwie. Du siehst aus wie so ein Steven Spielberg, aber nicht so erfolgreich. Auf mich bestellt. Auf mich bestellt? Ey, nicht schlecht, Alter. Was machst du, mein Freund? Chillen. Chillen? Was machst du, chillen? Das ist dein Leben im Moment. Digga, irgendwie bin ich neidisch, Alter. Ich hab noch nie gehört, was machst du im Leben? Chillen. Das ist mein Leben. Es passt, aber steh doch mal kurz auf, dreh dich mal. Applaus für den Chiller, Alter. Stefan Spielberg, Alter. Stefan Spielberg, also du chillst. Was hast du vorher gemacht? Auch gechillt, oder was? Vorher bin ich durch hier hingelaufen. Nein, ich meine doch nicht jetzt, Mann. So berufstechnisch, hobbytechnisch. Komm. Jetzt hast du drauf gewartet, ich hab doch gefragt die ganze Zeit, Mann, Alter. Ich wusste, du bist ein bisschen... Ich mach auch so Startup-Sachen. Auch so Startup-Sachen? Ja. Achso, wie der da hinten arbeitslos. Also das ist... Startup, was für ein Startup? Ich investiere in Startups. Ich mach nur Spaß, ich bin ein Comedian. Du kannst gern bei mir investieren. Wir hatten doch vorhin, haben wir nicht hier drüber geredet, über die 5000 Euro Schneeballprinzip? Das ist eher... Das mach ich normalerweise. Das machst du normalerweise? Das ist jetzt nicht so gut. Es ist wirklich sehr besonders. Wie viel Geld betreust du da? 13? Das ist ein Hartz-IV-Satz fürs Jahr, also. Digga, er betreut einfach, er sagt, ich investiere in Startups. Was meint er damit? Er nimmt von deinem Hartz-IV und bezahlt so Pizza, bezahlt ein Uber, ich habe für Uber hab ich investiert. Du bist so geil, Mann. Er investiert, ich investiere in Uber und Pizza Hut und ja, ich habe viel, mein Portfolio ist groß. So. Er hat einfach seinen Hartz-IV-Satz investiert, Alter. Wie geil bist du denn? Wie heißt du, mein Freund? Cenk. Cenk? Was hast du für Wurzeln? Wie Mustafa? Ja.
Boah, weißt du, was Mustafa hat, du, das ist du. Mein Schlechter, oder kennst du Mustafa? Ja, mein bester Freund. Ja, 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 er hat auf eine Frau gezeigt. Ja, er immer so ein kleines Bärchen hatte. Sag mal, nee, was hast du, was für Wurzeln? Türkische. Türkische, Mustafa, hast du türkische? Siehst du mal, und du setzt dich ganz nach hinten mal, Alter. Und was krieg ich ab hier sowas, Alter? Dankeschön, Musti, Alter. Dankeschön, ich werde diesen Dönerladen für immer boykottieren wegen dir, Mann. Wen hast du mitgebracht, Mustafa? Cenk. Ich bin das. Was sagst du? Den Rest der Reihe hier rechts. Die rechte Reihe hier rechts. Sehr gut. Dich kenne ich doch, mein Freund, Alter. Ich will niemanden in die erste Reihe locken, also nee, ab zweite Reihe in Sicherheit. Sehr gut. Woher kennt ihr vier euch? Aus Mannheim, wir waren zusammen. Guck, guck, guck! Ist das so wichtig, Alter? Mannheim ist die Stadt. Ihr kennt euch alle aus Mannheim? Mannheim, Frankfurt. Mannheim, Frankfurt. Ohne dich hätte ich nicht gewusst, wo Mannheim in der Nähe ist. Was macht ihr? Seid ihr jetzt in Berlin? Ja, zu Besuch. Zu Besuch bei wem? Wer besucht wen? Bei dir? Alle drei bei dir? Schlafen die bei dir? Er wohnt jetzt auch hier, aber die pennen bei mir. Warum pennen die nicht bei ihm? Ach so, er hat ja Dings, er investiert jetzt, ganz fair. Er investiert in Hostels, allein übernachtet. Im 10-Bettzimmer, da ist meine Investition. 6 Euro pro Tag, Alter, besser komme ich nicht weg in Berlin, Alter. Wie geil seid ihr denn? Was machst du in Berlin? Was, IT-Berater. Der Harzer lacht ihn aus, Alter. IT-Berater, also du berätst ihn, wie er sein Geld ausgeben soll. Ja, genau. Kauf mir eine Pizza. Wie geht, IT-Berater, wirklich? Ja. So Software, Hardware irgendwie? Software. Ich wollte ihn nur testen, Mann, ob er wirklich IT-Berater ist. Wofür ist die Software, was kann die? Wieso ist meine Stimme weg? Keine Ahnung. Ich liebe, wenn Leute ihren Job beschreiben, mit irgendwas erzählen und dann keine Ahnung. Weil die haben wirklich keine Ahnung. Unternehmens, er hat einfach zwei Wörter zusammengebracht. Unternehmenssoftware mache ich. Ja, ja. Was machst du? Puh, Alter, was machst du? Bitte nicht IT. TI, komm. Ich bin Albino Fulltime-Job. Albino Fulltime-Job? Bist du wirklich Albino? Aber stimmt, du bist aber Russe, ne? Nee. Afghane, krass, Mann. Das ist ja schwer zu erraten bei dir, ne? Bisschen sagt er. Warte mal, aber was arbeitest? Hast du einen Job? Arbeitslos. Okay, er ist wenig stolz drauf, Mann, Alter. Das ist mal Applaus für ihn, Alter. So soll es sein. Ich bin immer noch arbeitslos, Alter. Sehr gut, ihr denkt, ich bin Comedian, aber spendenbasierte Show. Sehr geil. Okay, ihr kennt euch alle aus Mannheim. Oh, ich krieg schon Licht, Alter, die wollen mich nicht mehr haben. Mannheim, und ihr besucht ihn gerade, was haben die schon, euch schon was gezeigt hier? Einiges, ja. Einiges, was? Wie bitte? Berliner Clubs. Ich wollte Sightseeing machen, da sind wir in Clubs gelandet. Du wolltest Sightseeing machen und die haben dich in Clubs reingeschleppt? Mussten da Frauen tanzen, oder? Auch, ja. Auch, ja. Er weiß gar nicht, was ich ihn frage. Er hatte Geburtstag eigentlich, was heißt das? Ihr redet so in so einem Kumpf. Digga, jeder hat eigentlich irgendwann mal Geburtstag gehabt, Mann, Alter. Was denn? Sein Geburtstag geht seit 4 Tagen und du hast bei seinem Geburtstag zu Sightseeing, aber er dachte, bitte im Club und dachte, oh, so ein Loser. Ja, komm, wir machen Sightseeing, siehst du mal Berlin und ja, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzt du hier. Arschkarte, wa? Applaus für diese komische Truppe mal, Alter. Nico, danke dir. Geil, Mann, habt ihr Bock auf die zweite Hälfte?